Hallo Leute, ja, wir sind hier auf Silvia und ja, letztes Mal war nicht ganz klar, was hier mit dem Dingens ist. Wie heißt das Ding da hinten noch? Ja, super. Labor. Exo-Labor, oder wie, welcher Name war das noch? Xenobiologie-Labor. Da sind wir nicht ganz weitergekommen, gab leider auch keinen Kommentar, aber ich hatte gesehen, dass wir wahrscheinlich dafür sogar noch etwas hier zu aktivieren hatten, ne? Das sollten wir mal gleich auf dem Großbildschirm machen, ne? Das schauen wir uns gleich an. So, das ist Silberrückholung. Befestige ein kleines Horn am fertigen Terrarium. Führe die richtige Emotion für Silvia aus. Benutze ein Terrarium. Da sind wir tatsächlich wohl noch nicht fertig mit gewesen. Und da, aber da steht noch mehr. Das kann man immer wieder machen, oder was? Irgendwie ist das komisch. Alle guten Dinge sind drei. Missionslogbuch, okay. Nee, dann ist das wohl nicht so, wie ich mir das gedacht habe, ne? Schauen wir doch da mal gerade nochmal vorbei, oder? Warte mal, das Terrarium, ist das hier gewesen? Ne, das ist doch da vorne ist das Terrarium. Das ist für GD Solo oder was? Ja, dann sind wir hier schon mal auf jeden Fall falsch, wenn das dafür sein sollte. So, und hier müssen wir jetzt nochmal gucken, was Sachlage hier war. Verlassen eine Bullischen Pro mehr, ist klar. Wenn ich hier jetzt F drücke, ist aber da nichts drin, oder? Trotz meiner Bemühungen schaffe ich. Jetzt ist doch der nächste hier eigentlich der hier. Der ist aber nicht aktiv. Oder das Eintrag 4. Da wird er angegriffen, aber das ist. Wer auch immer das lesen mag, bitte kümmern Sie sich um die Kleinen. Ich kann die Triton nicht retten, aber vielleicht kann sie ich sie. Retten. Schneckendaten. Exemplare hier. Hier sind noch ganz viele Sachen, ja, die man wahrscheinlich noch auflösen muss, ne? Stilgor. Silvia, De Solo, Kalidor. Ja, ist hier irgendwie jetzt nicht so ersichtlich. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht diese anderen Sachen erst von den anderen beiden Planeten haben, weil da haben wir ja auch noch eine Aufgabe, ne? Vielleicht, ja, müssen wir überlegen, was wir da machen. Was haben wir hier noch? Eine Raketenstufe wahrscheinlich, oder? Ne, das ist eine Landeplattform. Ach so, die musste nach, wer heißt es, Kalidor oder sowas? Aber hier haben wir jetzt das drin, ne? Sollten wir darüber fliegen und uns da, oder da waren wir auch schon auf dem dritten Planeten, ne? Haben wir ja auch schon was gemacht. Das ist ein bisschen schwierig jetzt gerade. Die Forschung läuft da schon noch. Ach, die zweite große Forschung ist auch schon da. Das heißt, da war so ein brauner Klotz letztens noch drin, oder? Vertue ich mich? Da kann mich auch vertun. Aber mehr Forschung haben wir jetzt nicht hier, oder hatten wir jetzt zwei? Ne. Ich glaube nur eine Station hier, ne? Was ist das? Mittelgroßer Generator. Und was braucht der? Kohlenstoff, okay. Der läuft auf jeden Fall auch nicht und den müsste man automatisieren dann, ne? Damit der läuft. Das Chemielabor, da können wir was gucken mal. Da wollten wir noch was machen. Kohlenstoff und Kohlenstoff wird und Schwefel wird zu Sprengpulver. Okay, wir hatten keinen Schwefel. Aber wir haben irgendwo Dynamit ja sowieso schon. Gut, das würde ich sagen. Wir fliegen mal zum dritten Planeten oder zum zweiten. Egal. Einen von den beiden fliegen wir hin und schauen zu, dass wir da noch weitere Dinge fertig kriegen, ne? Zu anderen Planeten schießen. Wir müssen ja diese komischen Dinger da noch einsammeln, glaube ich, ne? Und. De Solo und was war das andere?
Wo ist denn hier nichts mehr? Doch, da. Atox, Kalidor. Trockengefahr ist Mittel, sehr sonnig, windig, Wind. Da waren wir auf jeden Fall schon auch, ne? Wir fliegen mal dahin, oder? Weil da ist ja der Schwefel und den brauchen wir ja noch. Weil ich glaube, Schwefel hatten wir noch nicht, oder? Waren wir überhaupt schon drauf? Sieht es nicht unbedingt so aus, oder? Ne, W ist beschleunigen, okay. Mal so eine Leuchtgeschichte da irgendwo hingesetzt? Ich glaube nicht, ne? Wenn, dann wäre das doof, wenn wir das nicht gemacht hätten, ne? Da ist was. Da ist unsere Landeplattform schon. Okay, dann fliegen wir doch da mal hin. Dann waren wir doch schon hier und haben ja schon gebaut, klar. So, dann verlassen wir das Ganze. Und haben wir hier irgendwo Luft? Hä, ist das unsere Landeplattform? Nicht wirklich, oder? Nee, das war nicht unsere Landeplattform. Komme ich da auch gleich wieder drauf? Das wird spannend. Okay, hier komme ich dran, da wenigstens, dass ich gerade Sauerstoff auftanken kann. Und wofür ist das hier gut? Und was kann man da machen? Betreten. Okay, jetzt bin ich da drinne. Und was kann man in der Bahnplattform machen? Keine Ahnung, ne? Okay, dann gehen wir da mal raus. Jetzt müssten wir nur gucken, dass wir irgendwie sauerstofftechnisch was hätten, was dann funktioniert. Was ist das? Forschungsgegenstand, auch sehr schön. Und was ist in unserem Rucksack drin? Den habe ich bestimmt nicht bei Kali, bei Silvia wieder nicht ausgepackt. Ich hält. So sieht's aus. Ah, doof gelaufen, ne? Arbeitsleuchte, die ne, ist da genauso hell wahrscheinlich wie woanders auch, passt schon. Da ist unser Dynamit. Gut, ne, das wollte ich nicht, ich wollte das. Hier kann man auch noch was sammeln. Was ist hier zu holen? Eine Solargeschichte. Sonst aber nix, oder? Ach ne, das auch. Mittleres Solarpanel auch noch. Krass. Das liegt hier so rum, ne? Okay. Gucken wir hier nochmal. Da ist noch ein Solarpanel. Wenn es mehr nicht ist, dann packen wir die da alle hin, oder? So, hier haben wir Wolframit und Lehm. Lehm kriegen wir jetzt nicht mit. Und gerade Luft, die holen wir uns mal gerade schnell, oder? Lege ich das mal da oben hin. Luft haben wir wieder. Kann man das reaktivieren? Detritus. Nein, kann man wohl nicht. Stromverlängerung, okay. Aber die kann ich jetzt hier auch nicht hin, also nutzen, denke ich. Aber leg das mal auf die Plattform. Und wir das, was hier nutzbar ist, erstmal hier aussortiert haben. Schutt. 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 Aber wir müssen wieder Luft haben. Da unten ist tatsächlich Stromanschluss. Dann lass uns doch mal gerade gucken, die Stromverlängerung. Können wir eine benutzen? Okay, das klappt jetzt gerade nicht. Geht das jetzt?
Rastet leider noch nicht ein. Gut, da ist auf jeden Fall Strom dran. Ne? Kriege ich den? Ach, leider nur so. Geht der jetzt nochmal da dran? Ne? Jetzt klappt's. Und dann könnten wir hier noch eine Stromverlängerung nutzen. Und die würde ich dann mal hier oben hinstellen. Dann sind wir auf jeden Fall von da unten mal nach da oben wahrscheinlich, oder? Ah, okay. Reicht nicht bis dahin. Geht nur bis dahin. So. Hier ist aber alles Schrott, oder? Weil die Plattform ist nicht Schrott. Dann wäre es eigentlich besser gewesen, wenn der Strom nach hier hinläuft, oder? Weil dann würde ich das mal gerade umändern. Jetzt reicht das nicht, ganz knapp, ne? Wie kann ich das drehen? Wie war das mit M und N? Ne. C. Kann man es drehen? Ja, gut. Okay, das ist dann doch noch zu weit weg. Da ist das weiteste wahrscheinlich. Marker doch nicht jetzt dadurch. Krass, ne? Wenn du lang ziehst, dann geht's, aber wenn du so anschließen willst, geht's nicht. Okay. Ich glaube, der geht jetzt nicht von da aus hier dran, oder? Ne. Das heißt, ne, der auch noch nicht. Das heißt, der muss da. Ne. Ja, komm, dann drehen wir den um. Dann hat die Plattform Strom, das ist schon mal gut, oder? So, liegt hier noch was Brauchbares dran, ne? Das ist alles Schutt. Das auch. Ja, Sauerstoffproblem hast du. Einmal wieder auftanken. Besser ist es. Lass mal gerade da hinten schnell hinlaufen, da steht auch noch mal was. Aber scheint auch nur Schrott. Und da ist Gemisch auf jeden Fall. Komm, lass uns Gemisch holen. Oh, das ist aber ergiebig, wa? Zack, zur Plattform zurück. Hat die Plattform einen Sauerstoffgenerator? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich gehe von nicht davon aus. Rucksack einmal öffnen, bitte. Nicht das hier oben hin. Und das nehmen und schauen, dass wir Sauerstofftank. Nee. Stromverlängerung, die machen wir jetzt erstmal, oder? Dafür brauchen wir Kupfer? Nee, das ist auch nicht. Stromverlängerung sind es nicht. Einen kleinen Drucker. Einmal Luft holen.
Verbindung, die wollte ich haben. So, und jetzt gucken, ob was mit T geht oder nicht. Es geht was nicht mit T. Es ist auf jeden Fall angeschlossen zwar, aber es gibt keinen Sauerstoff darüber. Weil da oben der Sauerstoffmacher drin fehlt dann. Okay, dann wissen wir das auch. Ich glaube, jetzt können wir da noch mal gerade Luft holen und dann müssen wir dann doch noch schauen, dass wir, sag schon, da hinten noch mal Gemisch holen und den kleinen Drucker machen. Das hat man ja liegen, das Gemisch. Vielleicht nochmal gerade was aus dem Rucksack rausnehmen sollen, ne? Jetzt laufen wir nämlich wieder mit der Zeug da lang. War jetzt nicht so eine tolle Idee, aber egal. Ja, ich komm schon. Einmal Luft holen als erstes. Und dann können wir hier den kleinen Drucker bauen. Ja, was war das? Aber wo ist jetzt vor allem. Da oben ist es gelandet, okay. Ich war gerade im Überlegen, wo ist es Gemisch geblieben. Warte mal, die Solarzelle ist ja schön und gut. Der seltsame Gegenstand, der kommt erstmal dahin. Genau wie die Probe, die kann auch dahin. Das Dynamit würde ich tatsächlich mitnehmen. Das Arbeitslicht brauchen wir auch. Die Solarzelle nehmen wir mit, damit wir hier immer schön Strom haben. So, und ich glaube, wir mussten rückwärts für den kleinen Drucker. Einebnungsblock. Kleiner Drucker. Den drucken wir jetzt mal gerade. Und dann ist der kleine Drucker da. Luft holen gerade. Ja, machen wir. So, was hat der kleine Drucker denn sonst noch so? Den mittelgroßen Drucker mit zwei Gemisch. So, was ist im Rucksack für ein Platz? Keiner wahrscheinlich, ne? Leuchten, Verbindung. Ah, da oben ist noch einer frei. Warte mal, die Verbindungen kommen dann da oben hin. So, zwei Plätze für Gemisch erstmal frei. Das ist erstmal gut. Kurz noch einmal Luft holen. Und dann laufen wir da hinten hin und holen zwei Gemisch. Und dann nochmal hier. Und zurück. Ja, ich weiß, dass wir keine Luft haben. Wir arbeiten dran. Hoffen wir, dass wir da dran arbeiten, ne? Dann wollen wir das Gemisch mal da drauf schmeißen. Suchen wir den und mittelgroßen Drucker drucken. Gut, dann ist er beschäftigt. Aber ich würde sagen, wir machen erst wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Irgendwie sieht das hier komisch aus. Der hat doch jetzt die Linie hier zu dem verbunden und ich habe Luft gekriegt. Ist das so? Ah, nee, hat wohl keinen sinnlichen Nährwert. Alles klar, bis dann. Ciao.